Was sind das eigentlich für Leute, die gerade den Schulz vergöttern? Wie tickt der gemeine Soze? Hören Sie dazu nun eine Anthropologie-Vorlesung von Dr. Dietmar Wischmeier, M.A. Herrschaften, Ruhe bitte! Am äußersten Rand der Realität, wie wir sie kennen, lebt der Sozialdemokrat. In seiner Partei, der SPD, kann man viel Spaß haben. Jeder duzt den anderen und man redet sich immer mit Artikel an. Du bist dann die Ingrid oder der Helmut. Die Sozialdemokraten nennt man auch Genossen. Das ist die Vergangenheitsform von genießen. Und genauso sehen sie auch aus. Der geschlechtsreife Sozi verbringt fast sein ganzes Leben im sogenannten Ortsverein. Da redet über die Rente mit 48 und dass die Grünphasen der Ampeln viel zu kurz sind für ältere Mitbürger, also für alle im Ortsverein. In der Brumpfzeit, immer kurz vor Wahlen, kämpft der Genosse für soziale Gerechtigkeit. Nach den Wahlen, wenn er mitregiert, verkauft er vor allem Waffen nach Saudi-Arabien. Dafür hasst er sich selbst, zu Recht. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn vom Berg Brüssel stieg eine Glatze herab und sprach: Ich komme aus Würselen, bin der Sohn Gottes und kann tote Parteien zum Leben erwecken. Und sie, die Doofen, wählten ihn mit 100%. Erstaunlich, denn selbst der echte Jesus bekam ja nur 91,7, weil einer der 12 Jünger ein Verräter war. Martin aber verrät nichts. Vor allem nicht, was er vorhat, wenn man ihn wählt. Und so zieht der weise würselende Nese weiter über das karge Land, hält seine Standardrede und immer wenn er die Worte gemeinsam, Krankenschwester oder Dachdecker ruft, dann klatschen alle ganz laut und die alten Genossinnen im Publikum kriegen vor Begeisterung ihren letzten Eisprung. Wie schön. So viel für heute. Unser Thema nächste Woche lautet die Chancen der FDP bei der Bundestagswahl. Bitte bringen Sie also Ihre Badehose mit. Vielen Dank.